Willkommen zu meiner neuesten Schiffsvorstellung für Avorion. Ich bin der mächtige Pranker und präsentiere euch heute die Mercurius. Der Handelsfrachter für den Händler mit Klasse. Also bleibt dran, es wird spannend. Ich war in den letzten Tagen schwer erkältet, daher klingt meine Stimme etwas sonderbarer als sonst, aber ich hoffe, ihr könnt mich dennoch gut verstehen. Aber wenden wir uns zurück zur Mercurius. Das vierte Schiff ist ein alternatives Design, das man als Handelsschiff nutzen kann. Spieltechnisch kann dieses Schiff auch als Bergbau- oder Abfahrtschiff primär benutzt werden oder auch für die Verrückten, die das Schiff einfach vom Design her feiern, auch als Kampfschiff. Das Design ist an Lokomotiven inspiriert, was man an dem Scheinwerfer am Bug gut erkennen konnte, sowie der schmale Breite des Schiffes, was die hervorstechende Länge erklärt. Insgesamt habe ich mit der Mercurius zwei persönliche Rekorde aufgestellt. Nummer 1, das ist das längste 5-Slot-Schiff, was ich je gebaut habe. Nummer 2, es hat den größten Frachtraum in einem 5-Slot-Schiff, das ich je verbaut habe. Hier könnt ihr einen guten Vergleich haben, ohne eine Banane zu stemmen, wie groß das Schiff ist. Hier habt ihr einmal die Ponoma, da drüber die beiden Starterschiffe und natürlich links die Mercurius in ihrer vollen Pracht. Ein schönes Detail, was ich noch in der Mercurius eingebaut habe, waren die beiden schwarzen Streifen, um so ein bisschen die Illusion zu erwecken, dass es sich hier um eine Lokomotive vorne handelt und hinten zwei Waggons, die gezogen werden. Generell ist das ein sehr blockarmes Schiff mit 749 Blöcken und auch ein bisschen asymmetrisch, indem ich jetzt hier an der Seite die Brücke eingebaut habe, auf der Steuerbordseite und die zwei Ecktriebwerke des Schiffes nach vorne drücken. Ein wunderbares Schiff. Soweit kann ich es schon mal bestätigen. Ich liebe es. Aber kommen wir zu den technischen Details des Schiffes. Der Name Mercurius ist aus dem römisch-lateinischen Langform von Merkur, auch bekannt als Gott der Händler und Reisenden, was ich für die Schiffsform passend fand. Das Schiff ist 1063 Meter lang, 75 Meter breit und 134 Meter hoch, mit einem Bruttogewicht von 118 Kilotonnen. In der Grundform aus Eisen hat das Schiff 28.000 Höhlenpunkte. Habt ihr es komplett auf Titan aufgewertet, könnt ihr daraus bis zu 42.000 Höhlenpunkte bekommen, wenn ihr es als primäres Kampfschiff oder Bergbauschiff benutzen wollt. Der Schwerpunkt dieses Schiffes liegt im Frachtraum, den ich mit 2630 Kubikmetern, also auch meinem persönlichen Rekord, feiern kann. Musste ich aufgrund der Rechenleistung ein paar Abstriche machen in puncto Links-Rechts-Rauf-Runter-Beweglichkeit. Erschreckt daher nicht, wenn ihr dann die Werte liest mit 0,08 oder 0,05, die in gelb und rot markiert sind, dass man da noch was ausheben kann. Das Schiff ist aufgrund seiner Länge immer noch ziemlich beweglich, was ich euch gerne mal beweisen möchte. Wenn ich mir so ein Schiffdesign andenke, muss ich immer gerne an die Zitate von anderen Leuten denken, die gerne immer erzählen, dass ihre Schiffe aussehen wie ein Klotz. Schaut mal, das hier ist ein Paddel. Schön glatt, langgezogen, breit. Und ich habe auch die Spielerei erlaubt. Ich habe das hintere Triebwerk in Eisen umgewandelt, wenn das obere auf Titan ist. Sieht aufgrund der Farbgebung ziemlich cool aus. Das Schiff generiert 12 Gigawatt an Strom, verbraucht allerdings nur 6 Gigawatt im Grund. Das heißt, ihr könnt also ziemlich lange mit dem Boost Gas geben, um euch beispielsweise mit einem Kampf aus dem Staub zu machen. Also ab 200-300 Kilometer Reichweite verfolgen einem die Piraten nicht mehr und ihr könnt euch dann in Ruhe auch vorbereiten, euren Hyperraum, den Generator zu starten, um dann in einen anderen Sektor zu springen. Ich habe das Schiff in der Vorführung auf komplett Titan aufgewandelt, bis auf Trägersdämpfer und der hintere Triebwerk sind aus Eisen und ihr sehen könnt, die Yaw-Pitch-Werte, die ich eben noch bemängelt habe, sind jetzt einiges besser. Ihr könnt euch schnell um die eigene Achse drehen mit 1,1 Rotation pro Sekunde. Während die Links- und Rechtswerte zwar noch in Gelb markiert sind, aber lasst euch davon nicht erschrecken. Ihr könnt euch um die eigene Achse nach links oder nach oben. Generell könnt ihr mit dem Schiff ordentlich fliegen. Und falls ihr Waffen benötigt, ihr habt 8 Waffenslots, dass ihr dann oben 5, unten 3 und aufbringt, die euch eine Rundumverteidigung bieten können. Aber generell heißt es,
Das Schiff ist nur zur Verteidigung ausgelegt und nicht für den Kampf selber. Natürlich hindert es euch nicht daran, dass ihr auch das Schiff komplett auf Kampfschiff dann umdesignt. Besonders schönes Detail ist, falls ihr auch Sachen abschleppen wollt, ihr habt vorne, links und rechts jeweils einen Dockingblock. Ihr könnt also bis zu 3 Containern in einem Sektor einsammeln. Wollt ihr gegen Piraten kämpfen? Wie gesagt, es hindert euch nichts dazu, auch dieses Schiff in ein Kampfschiff umzurüsten, wenn ihr es gerne möchtet. Wunderschönes Design immer noch. Aber damit sind wir auch schon zum Ende der heutigen Schiffsvorstellung angekommen. Die Mercurius gibt es natürlich wie immer in meinem Workshop zum Download bei Steam. Ihr findet den Link dazu unter dem Video. Und falls euch das Video gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einem Like, schreibt mir gerne eure Fragen oder Meinungen unter den Kommentarzeilen. Für die Neuen unter euch, falls ihr es nicht getan habt, abonniert auch den Kanal, damit zeigt ihr mir, dass ihr meine Videos mögt und auch gleichzeitig auch keine weiteren in der Zukunft verpasst. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge und noch viel, viel mehr weiter. Bleibt gesund.